meditieren oder beten ist nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Wohin sich mein Geist auch drehen mag und wenden, ich finde nur Barmherzigkeit. Wie selten sind doch die Menschen, die das, was sie tun, ganz tun. Stört dich ein Fehler eines anderen, so übe an dir selbst das entgegengesetzte Gute. Dein Beispiel wirkt mehr als Worte. Ich möchte erlöst werden von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Wir werden nicht so sehr nach der Bedeutsamkeit unserer Tätigkeiten wahrgenommen, als vielmehr nach der Liebe, mit der wir sie verrichten.